Also sieht schon mal geil aus. Da kann man mal nichts sagen. Gefällt mir. Und dann. Probieren wir einfach aus, oder? Was ist hier los, ey? Einfach mal ausprobieren. Let's do this. First tryen wir mal diesen Boss hier. Oh mein Gott, was ist das? Relana Twin Moon Knight. Who the fuck are you? Heil dich doch, mach doch einen Double-Schluck, ey. Reichweite, hallo? Ja, okay. Hä, habe ich der fast keine Energie abgenommen? Oder hat die sich geheilt? Ich habe nicht drauf geachtet, da gab es ja dauernd. Okay. Ich denn eigentlich? Wisch, wisch habe ich gemacht. Ich habe nicht mal. Okay. Kann man die parryen? Wir probieren es mal, oder? Sieht für mich aus wie ein Parry-Boss. Okay. Easy parry. Ich hab Bock. So Leute, jetzt wisst ihr schon, wie die Folge weitergeht hier. Für die nächste Stunde oder länger. Aber wir müssen sie erst natürlich jetzt... Jetzt geht's ans Lernen. Jetzt muss man das natürlich erstmal lernen. So. Wir parryen jetzt die erstmal, die alte. Okay, Alter. Hat die... Ein scheiß Moveset. Ich glaube, da ist nichts mit Parryen. Das ist ja, die dreht sich und tanzt und macht da irgendwelche Sachen. Einmal probiere ich es noch mit Parryen, aber ich finde, das Moveset ist extrem schwer zu lösen. Alter, die hat ja... Was hat die für geile Schwerte? Also sie ist auf jeden Fall nicht... Alter. Das klappt ja super. Wieso werden denn eigentlich in diesem scheiß DLC Gegner nicht mehr gestaggert? So was zu schreiben? Oh, hat die einen Lack? Habt ihr gesehen, wie sie dem Schlag ausgewichen ist? Oh, die aufgeladene R2-Attacke. Eine Sekunde und sie hätte connected und vielleicht sogar gestaggert, ey. Ich bin zu faul, mich zu buffen. Aber ich muss sagen, ich finde den leichter, den Kampf, als den Death Knight. Aber macht Spaß.
Glotzkeuler. Ah, komm, hol dir. Ah, da kommt noch eine, natürlich. 7 Attacken hintereinander. Sorry, ich dachte, es sind nur 6. Auch mal Glück haben. Ja, sicher! 2! Oh! Ich treffe einfach nichts. Fick dich doch, ey. Also meist nervt mich, dass man da gar kein Stagger-Damage mehr macht bei den Gegnern. Dadurch geht wirklich ein bisschen taktische Variation, weil warum solltest du... Ich meine, der Vorteil von schweren Waffen ist, dass sie staggern können. Oh Mann, ich treff mich! Hier, nicht mal in die Hocke geht's. Na, du Lackpimmel. Was? Nee. Wie gesagt, man muss auch mal Glück haben, dass eine Attacke oder auch mal zwei irgendwie landen und bei ihr nicht treffen. So wie die hier. Ich treffe halt aber auch nichts, ne? Alter. Ein räudiger Fight. Och, komm on, ey. Ja gut, 5-mal nicht getroffen, dann kann man sie auch nicht beschweren.
Nein, letzte Sekunde wieder, Mann. Warum kann ich nicht mal Glück haben? Yes. Und dann holt sie diese... In der Zeit, in der man die Taste drückt, ist sie schon längst wieder woanders, ey. Wie die halt einfach unendlich Kombos hat. Die hört einfach überhaupt nicht auf zu schlagen. Jetzt muss man mal zählen, wie viele Schläge die hintereinander macht. Also, es ist echt... Und er zieht wieder vorbei, es nervt so krass, ey. Was soll man denn machen? Ja. Was willst du machen mit Phantom Slash? Die springen einfach links und rechts an ihr vorbei. Alle Attacken. Und sie kann über einen halben Bildschirm fliegen. Trifft keine einzige Attacke, trifft da, ey. So ein Dreck. Eine Wurstburg mit Wurstgegnern, aber der Boss ist einfach 800 Mal so stark wie alles in dieser Burg. Was? Diese Kombo raff ich nicht. Die werde ich nie raffen. Boah, ey, das nervt. Am meisten nervt mich, dass die nicht staggerbar ist. Selbst wenn ich der 6-fach-Kombo ausweiche, trifft meine R2-Attacke danach nicht, weil sie trotz 6-fach-Kombo immer noch schneller wieder zur nächsten Kombo kommt, als ich überhaupt einmal zuschlagen darf. Ach, man braucht eine Strategie. Ach so. Ich habe gehört, mit Strategie ist sie super einfach. Ey, an die ganzen Wise Asses im Chat. Meint ihr, ist es genauso schwer zuzugucken, wie selbst zu kämpfen? Ich glaube schon, ihr glaubt das wirklich, ne? Eine Strategie. There's always that one. Diese Drecksattacken von da unten, ey. Langsam tun mir die Hände weh. Alter, Narurumon, warum nervst du mich jetzt? Sieht das aus wie auf gut Glück? Ich kämpfe seit 4 Stunden gegen den, du hast nichts Besseres zu sagen. Seine Taktik ist jetzt auf gut Glück parryen oder was? Sieht das aus wie gut Glück? Sieht das aus wie gut Glück? Oder ist es vielleicht einfach sauschwer, die Patterns von dem zu lesen? Auge des Sturms, muss man cool bleiben, Leute. Er hebt sie hoch. Du denkst, der Schlag kommt, machst dein Parry, dann kommt der Schlag. Es ist so mies, aber es ist so effektiv, diese verzögerten Angriffe, weil du natürlich, dein Kopf denkt automatisch in einem Rhythmus. Dö, 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 dö. Boah, ich dreh durch, ich kann nicht mehr. Ich will rauchen. Sorry, aber es ist die Wahrheit. Ich sag's, wie es ist. Zögerte Rückhand. Ich
Das ist, meine ich übrigens, das gleiche Moveset wie die, wie heißen die nochmal, in Dark Souls 3, die Gotthard Dual Blades oder was auch immer. Die habe ich nämlich auch in Dark Souls 3 gespielt. So, Leute, wie viel Uhr ist es? Ich glaube, ich mache jetzt mal langsam Schluss. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Ich muss ja nochmal mit frischer mentalen Stärke daran, auch wenn es mittlerweile in Phase 1 ab und zu mal ganz gut aussieht. Das ist halt, was mich so ein bisschen nervt. Man weiß, man wird es irgendwann schaffen, weil es einfach 80.000 Mal, der eine schafft es nach 30 Versuchen, der andere nach 300 und... Ich finde halt Patterns auswendig lernen ist auch nicht das Erste, muss ich sagen. Ich finde, wenn man Auffassungsgabe hat und so, dann muss das auch für irgendwas wert sein im Spiel. Mit deiner verzögerten Rückhand, Alter. Ich komme immer aus dem Flow. Gleichen Attacken. Die verwirren nur ein bisschen mehr, aber es sind eigentlich die gleichen, nur mehrmals oder so, aber es ist eigentlich funktionieren auf den gleichen Patterns, würde ich mal sagen. Nein, kein Mimik. Ein bisschen Reststolz müssen wir uns jetzt noch bewahren. Nicht, dass ich was gegen Geisteraschen hätte, aber nicht nach 100 Versuchen. Nicht nachdem ich sie gestern schon so oft geparried habe. Erstmal wieder reinkommen, klar. Wie wenig Schaden ich bei ihr mache. Das ist die krasseste Parry-Waffe im Spiel. Ah, oh, zu langsam.
Timing weg. Aber guck mal, ich habe sie jetzt viermal geparried. Wie wenig Schaden das einfach macht. Die stärkste Parry-Waffe im Spiel auf Max-Level. Das Schwierigste ist manchmal so Sachen, die man sich angewöhnt hat, wieder rauszukriegen. So, dass man zum Beispiel reflexartig immer eine Rolle nach hinten macht. Obwohl man vielleicht mal eine zur Seite machen sollte. Okay, das war ein geiler Try. Ja, zweite Phase ist noch so das Ding. Ich traue mich in der zweiten Phase nicht zum Parry und wechsle meistens auf Rivers of Blood, aber auch mit mittelmäßigem Erfolg. Ich habe auch schon überlegt, dann irgendwie auf eine andere Waffe umzusteigen. Aber so oft bin ich leider noch nicht in Genuss von Phase 2 tatsächlich gekommen. Ist immer relativ schnell zu Ende dann. Neulich hatte ich sie fast. Na, schlechtes Timing. Ich kann nicht reden und spielen gleichzeitig. Nein. Ich meine, man muss sich das mal folgendermaßen vorstellen, Leute. Ich kämpfe 5 Stunden gegen die Alte. Parallel kämpft Nils 5 Stunden gegen die Alte. Irgendwann bin ich so entnervt und mental am Ende, dass ich den Nils raide. Er will eigentlich Schluss machen und sagt so, ja komm, jetzt sind die ganzen Leute von Eddie noch da. Dann mache ich noch einen Versuch. Und dann legt er sie. Das kannst du ja nicht ausdenken. Das kann man sich doch nicht ausdenken. Aber ich muss sagen, natürlich macht der Nils auch nicht MG+. Ne, ich sag euch was. Ich habe mir ja das angeguckt beim Nils. Und was ich festgestellt habe, und das soll in keinster Weise Nils Leistung schmälern oder sonst irgendwas. Ich weiß ja den Struggle, den er hat, und ich freue mich für ihn, dass er es geschafft hat. Aber er macht viel mehr Schaden an der Ollen. Ich weiß nicht, ob das am MG+ liegt oder dass er mehr von diesen Scatter-Tree Dingern schon eingesammelt hat. Aber mir ist das aufgefallen, dass sie weniger tödlich ist und er viel mehr Schaden macht. Dabei bin ich irgendwie 30 Level über ihn und habe, glaube ich, auch krassere Waffen. Also es war alles ein bisschen komisch. Nichtsdestotrotz werde ich die heute einfach umhauen, okay? So. Also erste Phase klappt immer besser, das muss man sagen. Alles andere wäre auch traurig nach so vielen Versuchen, aber mittlerweile immer noch nicht 100%, aber besser. Was mir die Chance gibt, häufiger mal Phase 2 zu testen. Naja, ich muss den, wenn ich den nicht erwische, weiß ich, dann bin ich fast tot. Eigentlich kann ich den zu 80%. Nacht, Maxim, danke. Ich werde es schaffen. Glaub an mich. Wir sind doch die Parrys. Parry-Brüder sind wir. Ja, und dann kommen oft diese Dreier. Und dann bin ich tot.